Er schreibt sich die Zahlen einfach nur auf und geht dann los. Das waren die letzten Worte von DSD Steve, den euer Let's Play Retro hier mit vorgestellt hat. Hallöchen, Leute. Ja, wir haben noch einen Gang übersehen. Wir haben noch einen Gang übersehen und wir haben absolut keine Ahnung, ob das dort hinten irgendwie ein Rätsel ist oder ob wir einfach nur die Zahlen brauchen oder was auch immer. Aber komm her, Zombie-Boy, und kämpfe gegen uns. Ja, den Gang, ja, irgendwie. Kann man durchaus mal übersehen, ne? So, dann rasende Klinge. Die greift einfach mal jemand anders an. Genau. Und sie greift auch mal jemand anders an. So, damit die Kämpfe auch alle schön balanciert sind und wir am Ende dieses Parts dann wieder zurück zum Gasthaus gehen dürfen. Genau, und dann drücken wir Enter sozusagen. Enter drücken machen wir doch sowieso schon die ganze Zeit über. Ich meine, das Problem ist, und das haben wir schon direkt im ersten Part angesprochen, glaube ich, oder im zweiten Part, das hier ist kein Rollenspiel. Das ist ein Rätselspiel, wo man zwischendurch irgendwie kämpft. Warum auch immer. Was ist denn das? Jo. Was ist denn das hier? Wir müssen da scheinbar irgendwas drauf schieben oder so. Ja, wahrscheinlich. Einfach so in der Mitte des Ganges. Das ist ein Zombie. Ich weiß. 50 Goldmünzen, sehr schön. Da ist kein Zombie, Steve. Da ist eine Reihe Enter-Gesmasher. Und da haben wir sogar jemanden. Ich finde, dass es Heroes of Might and Magic richtig löst. Nach außen wird immer das stärkste Monster gezeigt. Wenn man nicht sowas hat wie, da ist ein Skelett. Oh, ist noch ein Drache dahinter. Ich beherrsche ja auch einen Zauber, der was kann. Fällt. Aber hast du Autokampf gemacht? Klar. Das wollten wir doch extra nicht machen, damit wir das nur zur Heilung haben, aber selbst festgestellt. Ja, ist egal, wir gehen dann sowieso wieder zurück zum Gasthof. War noch so ein Ding. Und wir haben auch einen Hinweis. Nur die Schnellen werden das Rätsel lösen. Aha. Ach, alles klar, ich muss dann wieder zurück zu dem anderen Ding laufen. Kannst ja bitte mal normal kämpfen in dem LP. Hab ich es jetzt geschafft oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Muss ich mehrere Hebel umlegen? Wie bitte, was soll ich machen? In dem EP kannst du bitte mal normal kämpfen, nicht mit Autokampf. Okay, das war 8. Alles. Okay, ich gucke mir mal erstmal, wie viele von diesen Dingern es gibt. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gut. Jetzt wurde es gerade wieder resettet. Dann ist jetzt die Frage, welchen nehmen wir als ersten? Den da oben oder? Oh mein Gott. Ich weiß es. Du weißt es? Ja? Das war das Augenrätsel. Ist es. Ah, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Dann sagst du es mir bitte. So rein von der Logik her. Das Problem ist aber, wenn das die Mitte ist, ja, was mal anklicken, dort ist die Mitte. Warte mal, ich mache das jetzt erstmal auf meine Art und Weise. Das bedeutet erstmal random durch die Gegend laufen und hoffen, dass es funktioniert. Okay, das ist schon mal derjenige, den wir nicht zuerst drücken. Interessant. Also wir hatten auf jeden Fall nur begrenzt Zeit. Also ich glaube, der hier muss man schon, man muss die in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Das ist auf jeden Fall der erste. So, warte mal. Ich hätte schwören können, dass es vorhin bei dem da oben geklickt hat. Also renne ich jetzt nochmal schnell zu dem da oben. Okay, genau, der klickt auch. Müssen wir jetzt die Reihenfolge rausbekommen. Das ist ja wieder ein richtig geiles Spiel. Okay, das ist Nummer 3. Das ist die Frage, ist das hier Nummer 4? Das ist Nummer 4. Oh, ich habe es natürlich nicht geschafft. Oh. Nee, weil du in der Mitte über den drüber gelaufen bist. Wie bitte? Deswegen nicht. Weil du es gerade verkackt hast. Du bist einfach nochmal über einen drüber gelaufen in falscher Reihenfolge dadurch. Das stimmt doch gar nicht. Ich muss die Dinger mit Enter betätigen. Ja, aber du bist zweimal den drüber gelaufen. Ich glaube, das ist das Problem. Nein, das war egal. Du hast ein Zeitlimit. Du darfst halt nirgends stacken. Nein! Mal merken, bei welche Sachen man drüber laufen kann und bei welchen nicht, weil ich krieg das nämlich auf jeden Fall nicht auf die Reihe. Aber nur wenn du keinen Autokampf machst. Bitte, Steve. Es wird mega anstrengend, dieses Ding hier schon wieder. Wir werden den Rest des Parts wahrscheinlich damit verbringen, dass es dir hoffentlich. Nein, das werden wir nicht. Manchmal drückt es halt nicht Enter, wenn man. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Okay, pass auf. Also hier kann man auf jeden Fall drüber laufen, ja, okay. Genau. Enter, go. Hoch. Okay, das ist ein Hindernis. Okay, dachte ich, das weißt du, dass es ein 1 ist. Weil ja, ich weiß, ich bin ja auch vorhin schon die ganze Zeit dran vorbeigelaufen, aber ich habe jetzt einfach nochmal confirmed, es ist 1, okay? Oh, geschafft. Was haben wir damit jetzt geschafft? Ich weiß, irgendwas muss doch jetzt passiert sein. Genug, dass wir erstmal den Dungeon verlassen und speichern.
Ich gucke jetzt auch nochmal nach. Kann man das sozusagen jetzt nochmal machen? Ich will jetzt einfach nur die... Okay, gut. Das funktioniert nicht nochmal. Das ist schön. Wir haben genug geschafft, dass wir den Dungeon einmal kurz verlassen und speichern. Ja, aber mir muss doch jetzt irgendwas passiert sein. Wir haben genug geschafft, dass wir den Dungeon einmal verlassen und speichern. Ist in Ordnung, du Verrückter. Machen wir das. Verlassen wir den Dungeon und speichern mal kurz ab. Wenn wir das wenigstens schon draußen auf dem Bauernhof machen könnten. Aber nein. Nein, wir müssen raus. Aber es ist doch viel epischer, wenn man nur auf der Worldmap speichern kann. Siehst du nicht, wie der Spielspaß dadurch erhöht wird? Der Spielspaß wird dadurch enorm erhöht. Man wird dadurch dazu gezwungen, auf die Worldmap zu laufen, um dort zu speichern. Außerdem wird dein Schwierigkeitsgrad dadurch massiv erhöht. Merkst du das nicht? Freies Speichern ist kein freies Speichern, sondern ein super Feature. Jetzt ist noch die Frage, haben wir jetzt schon irgendwas gemacht oder haben wir irgendwas ausgelassen? Oder hier waren wir auf jeden Fall schon drin. Genau. Daran gehst du mal runter? Ja. Hier, gehst mal nach rechts, kannst du da durchgehen? Hier waren wir schon. So, mach mal drin. Die Sache ist, wir haben jetzt haufenweise Rätsel gemacht, aber war das hier schon die ganze Zeit offen? Ja. Nein, das sieht irgendwie neu aus. Ach so, dann haben wir vielleicht das jetzt neu geöffnet. Dann haben wir eine Wegverlängerungsgerade geöffnet. Dann haben wir diese Türen wahrscheinlich damit immer geöffnet mit den Rätseln. Oh Gott. Oh. Was den einen verborgen bleibt, sehen die anderen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Machen erstmal alle Augen wieder an. Nein, warte. Du hast warte. Ja die Zahlen noch. Oh mein Gott, es ist easy. Ich hab's. Und jetzt müssen wir hier die Blöcke betätigen. Pass auf, ich hab's. Nummer 1 ist der hier in der Mitte. Oder? Ja, genau, der in der Mitte zuerst. Jetzt der oben rechts. Genau. Dann der oben links. Pass auf. Jetzt der unten links. Ja. Jetzt der oben in der Mitte. Also der hier? Mhm. Ich dachte, das ist. So, die 6 ist dann unten rechts. Ja. Die 7 ist dann Mitte links. Dann Mitte rechts und unten. Top. Das ist also auch das Interessante, nämlich bei dem Rätsel, das ist sogar cool. Die 6 ist nämlich bei keinem von beiden drauf. Dann kann man erstmal speichern. Also die 6 ist auf beiden Rätseln nicht drauf. Das kommt schon. Ja, machen wir einfach Enter. Wir wollen den Steve ja nicht noch mehr verärgern als ohnehin schon. Der arme Steve, der wird immer noch von uns geärgert. Du hast auf jeden Fall recht, was du offscreen gesagt hast. Dieser Dungeon ist doch größer, als ich gedacht habe. Ja. Aber na gut. Ich dachte auch. Du warst doch schon Ender Smashen, sowas wie Arafeld oder so. Da lasse ich dich gerne Ender Smashen. In Arafeld smasht man aber nicht Ender, man benutzt die ganze Technik. Da kannst du gerne Autokampf machen. Arafeld benutzt man nie Autokampf. In Arafeld, da weiß man einfach. Pass auf, in Arafeld gibt es eine Technik, die lässt den Gegner bluten, ja. Das heißt, er verliert dann um jede Runde 100 Trefferpunkte oder so und dadurch sind die Kämpfe eigentlich alle nach 10 Minuten vorbei. In Arafeld gibt es sowas wie einen epischen Bosskampf nicht wirklich. Okay. Also, wie gesagt, du machst halt, du hast noch einen Reflexionszauber. Ich hoffe, da kommt demnächst noch einer, den man auf die ganze Party spammen kann. Ich bin ja kurz vor Ende, aber noch nicht ganz fertig. Aktuell. Mhm. Wenn das ja ausgestrahlt wird, dann ist das logischerweise alles schon durch. Ne? Aber gut, ich glaube auch Arafeld kann man mit diesem Spiel nicht vergleichen. Also allgemein, Arafeld ist wesentlich besser als jedes Kelvin-Spiel. Ja, natürlich. Es ist stellenweise unfertig gewesen und die Rätsel sind sogar für meine Verhältnisse einfach sinnlos. Also, die waren so einfach, da muss man einfach gar keine Rätsel machen. Das ist meine Meinung. Es ist stellenweise total sinnlos, da ist halt links und rechts auf dem Schalter drauf und öffnet sich eine Tür, wo ich mir denke, okay. Ach, komm schon, jetzt weichen auch noch alle aus. Genau, deswegen benutze ich an dieser Stelle Lichtfunken. Ja, das ist vollkommen okay. Einfach, damit dieser Kampf endlich mal ein Ende findet. Ich will jetzt nicht nach unten gehen, nein, geh da nicht hin. Da ist gerade eben ein Boss. Das war offensichtlich, dass da ein Bosskampf kommt. Also wirklich. Ja, genau. Leerer Raum, wunderbar. Da ist dann wahrscheinlich ein Rätsel drin, sobald wir hier ein Rätsel gelöst haben. Und das war's. Dann gehst du einmal jetzt ins Innung und dann fühlst du dich auch wieder MP haben. Ja, das ist mir schon klar, aber really? Ich meine, really? Was ist denn das hier für ein Raum? Was ist das? Ich dachte, das sind Katakomben. Einfach nur ein leerer Raum. Warte mal kurz, gehst du nochmal rein in den Raum? Ja, Moment. Nee. Der Raum sieht gerade noch anders aus. Wie bitte? Hast du irgendwie Lag? Hatte ich wahrscheinlich Lag gehabt. Bei mir der Raum Moment, der Raum hat gerade eben seine Form verändert, während du hinein und hinausgegangen bist.
Und auch ja, hier wieder, wozu sind diese ganzen Zwischenräume? Wozu dienen diese Zwischenräume? Räume verschlossen waren, in denen du erst die Rätsel gelöst hast. Das waren Rätselverlängerungsräume. Das ist, wenn du früh auf Klo gehen willst, da hast du zwei Räume dazwischen, die natürlich für nichts nutzt, klar. Ja. Und die gehen erst auf, wenn du zum Beispiel deinen Schuhschrank ein Rätsel gelöst hast. Irgendwann bekommt der Witz auch mal einen Bart. Okay, ja, und der ist jetzt gerade wirklich in diesem Zusammenhang absolut überhaupt nicht witzig. Ja, weil das ist... Was zum Teufel soll das? Oben. Genau, hier war's. Ich meine, ich verstehe das einfach nicht. Einfach nur leere Räume, in denen nichts drin ist. 276, das ging nicht so, als hätten wir damals 40 Goldstücke gefunden. Wir haben so viele Gegner geklatscht. Irgendwie glaube ich auch nicht, dass wir es bald bekommen. Die Sache ist natürlich auch, im Maker nachschauen. Die Sache ist natürlich auch, 40 Gold ist ja auch gar nichts. Also von daher... Bitte, bei den NPCs passiert sowieso nicht viel. Die hängen einfach nur in dieser Stadt hier rum. Richtig. Hier, die Stadtwachen am Eingang sind sowieso besonders imposant. Ja. Wobei ich trotzdem sagen muss, mir gefällt es eigentlich, wie das hier so liegt. Ich meine, du hast die Stadt, du hast daneben noch ein Ackerfeld und die Stadt ist sozusagen, die hat Wasser drum sich herum, ne? Sie ist geschützt durch das Wasser, ne? Es ist sinnvoll, dort eine Stadt zu errichten. Genau, das ist sinnvoll und das ist logisch und das gefällt mir auch tatsächlich. Das möchte ich mal anmerken bei all den ganzen Rätseln, die wir hier lösen müssen. Jetzt laufe ich schon wieder falsch, aber da bin ich auch ziemlich begnadet drin. Hier ist es, genau, dieser kleine Bauernhof hier oben. Abspeichern müssen wir eigentlich nicht, das können wir ja drin machen. Genau. Auch, genau, genau. Darauf habe ich noch gewartet, dass du sagst, genau. Genau. Wo war das hier unten? Ja. Nein. Der nächste Gang. Ja, ja, ist in Ordnung. Genau. Man kann doch auch mal daneben liegen. Noch hier dieser Stein. Warum wurde dieser Stein hier postiert? Damit er dir im Weg liegt. Damit man nicht einfach geradeaus runterrennen kann? Ich verstehe es nicht. Ist das wirklich die Intention dieses Steines dort? Ja. Ist im Spieler, damit der Spieler nicht einfach, genau, wegen dem Make-up-Bug. Weil Kevin hatte den wahrscheinlich beim Testen auch. Naja, der Spieler darf nicht zu lange in eine Richtung laufen. Das muss Valnerus sein, wer? Valner, oh, den kenne ich, das ist der Protagonist von Vampire Stone 1 und 2 und Vampire Stone 3. Macht euch bereit, sie greifen an. Wussten wir, dass da unten jemand ist, der Valnerus heißt? Der einen Sephiroth-Schwert hat? Und der dir gehört? Das Knochenmännchen? Er wagt es, meine Ruhe zu zerstören. Ja, wir zerstören sie. Ich glaube eher, dass du der bist, der hier die Ruhe stört. Warum bist du wieder auferstanden? Weil ich Jesus bin. Weil er mich gerufen hat. Wer ist der? Doch nicht etwa der Schöpfer. Bitte, lass es nicht der Plot-Twist sein, dass der Schöpfer in Wirklichkeit eine böse Macht ist. Bitte, bitte nicht. Besser, ihr wisst es nicht. Ihr könntet es ja doch nicht ertragen. Ach, komm schon, ey, bitte nicht. Habe ich ja gerade schon wieder einen Plot-Twist gespoilert? Ach man, ey. Aber bald werdet ihr verstehen, wenn ihr euch erst bei unserer Armee angeschlossen habt. Das wollen wir doch mal sehen. Ja, wir sind nämlich 16-Jährige auf Level 20. Nee, welches Level haben wir? 10? Klingenwürfel, Lichtfunken auf Valnerus. Wir geben Valnerus einfach alles, was wir haben. Genau, und die Minions sterben ja sowieso sofort. Ich lasse mich hier auf jeden Fall nicht lange lumpen. Der kriegt alles ins Gesicht, was wir haben. Richtig. Der wird sowieso 1 Million Trefferpunkte haben, wie es sich für einen Kelvin-Endboss in Eterna gehört. Das kannst du im Autokampf machen. Ich glaube, jetzt macht er automatisch das Richtige. Ja, wahrscheinlich schon, aber ab der nächsten Runde kann ich den Autokampf machen, weil dann haben wir sowieso nicht mehr so viele Optionen. Gefrieren! Nee, sie hat also falsch gemacht. Wir haben es geschafft. Sieg, 550 Erfahrungspunkte, 149 GM. Erik Stufe 9, Lena Stufe 9, Vitara Stufe 9. Teleport. Und das war's. Absolut episch. Das ist so geil kein, wow, wir haben Valnerus besiegt. Oh mein Gott, was wird jetzt mit der Welt geschehen? Einfach nur fertig. Okay, dann gucken wir nach, was wir hier raiden können. Ja, weißt du, das ist eigentlich ein türkis Amulett. Ich wollte gerade sagen, ein Türken-Amulett. Ich habe türkis noch nie so gesehen. Das ist das türkis Amulett. Du hast schon recht. 200 Goldmünzen. Haben wir die bekommen? Heilschriftrolle, die soll ich vielleicht doch irgendwann mal verwenden. Schlangenpanzer, das klingt gut. Feuerkugel. Das ist eine Feuerkugel. Naja, lässt alle Gegner in Flammen ausbrechen. Kampf-Items, okay. Ausrüstung. Der
Schlangenpanzer ist bei ihm nicht so besonders gut, aber bei ihr zum Beispiel, das sieht die wenigste Abwehr, dann bekommt sie das Ding. Erhöht das Geschick. Dann bekommt er das noch als Accessoire. Haben wir vielleicht noch irgendeine coole Waffe? Nö, aber nicht. Ja. Dann war's das. Wir haben Baldurus besiegt, der absolut keinerlei Einfluss auf die Geschichte des Spiels hat, denn er war ja nur der Zwischenboss in einem kleinen Sidequest-Dungeon, der komplett optional war und den wir wahrscheinlich gar nicht hätten machen müssen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das Problem ist, das Spiel hat in dem Sinne keine kohärente Geschichte und dadurch, dass die Charaktere auch nach Besiegen des Bosses absolut nichts sagen, stehen wir komplett im... Also ich habe keine Ahnung, war das jetzt optional oder nicht? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also das muss ich jetzt zumindest sagen, das Loot am Ende des Dungeons war echt in Ordnung. Also das ist eigentlich genau das, was ich auch erwarte und das schaffen ja tatsächlich viele andere Spiele nicht. Na, mit den Typen noch reden. Vielleicht haben wir noch eine Belohnung. Lustig. War das der hier? Ihr habt es wirklich geschafft. Habt tausend Dank. Hier ist eure Belohnung. Silberspeer erhalten und 100 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Auch Kevin gibt Erfahrungspunkte für Nebenquests oder Hauptquests. Außerdem habe ich noch diese alte Schriftrolle. Auf ihr steht eine Technik, die euch bestimmt weiterhelfen kann. Vitara lernt die Technik Speerwurf. Cool. Erzählt mir dann davon, ob der Spruchwirkung gezeigt hat. Ja gut, okay. Gut, danke, dass du mich noch daran erinnert hast. Das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt nur Arafel gespielt habe, da haben die NPCs, die in Quest haben, Ausrufezeichen und Fragezeichen über dem Kopf. Ja, das haben sie von Warcraft 3 das ja eingeführt und dann später World of Warcraft logischerweise. Ja, mir egal, wer es angeführt hat, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll. Nee, super Sache, ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dadurch interagiere ich als Spieler halt nicht mehr mit den random NPCs, weil die haben halt nichts Sinnvolles zu bieten. Das ist dein Spielstil. Also, naja, die Sache ist, random NPCs haben dann halt solche Texte, die du halt aus alten Rollenspielen kennst, wie, ich habe gehört, hier gibt's eine Hexe und die macht Unfug. Was halt zufälligerweise auch irgendwie ein Nebenquest ist, ne? Mhm. Und das finde ich persönlich nicht besonders ansprechend. Ja, und da habe ich lieber keine Ausrufezeichen und Fragezeichen im Kopf und habe dafür allgemein NPCs mit Tiefe. Und auch eher wenige NPCs als viele. So wie in Unterwegs in Düsterburg. Oder? In Unterwegs in Düsterburg hat doch jeder NPC irgendwie so... Ja, aber man kann auch mit mehr NPCs arbeiten. Also das kann man, das ist schon beides möglich grundsätzlich. Die Sache ist, das haben wir natürlich schon so lange nicht mehr mit der Hauptquest weitergemacht, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo die ist. Nee, da bitte nicht lang gehen. Den waren wir schon. Hier müssen wir nicht lang. Hab ich doch gesagt. Okay. Ja. Ja, hast du doch gesagt, dass wir da nicht lang müssen. Gehen wir nach oben. Durch diese Wälder können wir natürlich nicht durchgehen. Was ist denn das hier? Sagen wir mal, ob wir jetzt rechts durch dürfen. Über die Brücke. Nein, okay, der geht nach Norden. Naja, hier am Feld vorbei, Wollten ja sowieso mal in irgendeine Höhle reinschauen. Ja, nach rechts, nach Norden, genau. In diese Höhle kommen wir noch. Genau, das machen wir aber im nächsten Part. Ich wollte gerade sagen, dass... Deswegen habe ich ja gehört, ich weiß es auch nicht. Das machen wir dann im nächsten Part von Let's Play Eterna. Bis dahin. Tschüss.